So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Es ist soweit, wir wollen wieder Eier brüten. Ich habe wieder 12 Kilometer Eier vorbereitet. Sternstück ist auch gezündet und wir wollen auch diesmal wieder Speed-Eier brüten. Das heißt, wenn die Eier schlüpfen, drücken wir während des Schlüpfvorgangs nochmal permanent auf den Bildschirm auf die Eier drauf, sodass die Ei-Animation nochmal beschleunigt wird oder übersprungen wird und gleichzeitig der Sternenstaub sich summiert, addiert. Ihr habt nicht jedes einzelne Pokémon den Staub, ihr habt dann insgesamt, und das haben wir beim letzten Mal auch gemacht, da waren es glaube ich 88.000, 87.000 und 89.000 Staub war also das Größte, was ich bisher hatte. Letzte Folge gab es 4 Molung, komplette 4 Molung, 2 Molung aus einer Brütung, das war auf jeden Fall richtig brutal. Wir fangen jetzt hier an, das ist die erste Fuhre, 3 Fuhren wird es geben, wir drücken drauf, gucken was hier rauskommt, jetzt auf den Bildschirm drücken, wir haben direkt ein Lavita, 6.600 Staub, ein Skalück hinterher, sind bei 12.000, noch ein Skalück, wieder 17.000, das ist ja gar nichts. Algit 22.000, noch ein Skalück 32.000, Absol 38.000, Pampam 48.000, Skalück nochmal mit 57.000, Zurukex 64.000, nochmal Algit 72.000, Lavita. Jetzt ist es abgebrochen. 4.800 und nochmal. Also 14.000 plus das, was davor war. Ich weiß nicht mehr, was davor da stand. Ich habe einmal vergessen, auf den Bildschirm zu drücken. Schon ist die Kette abgebrochen. Leider. Aber ihr habt gesehen, die ersten Eier haben nicht so viel gegeben. Das waren vielleicht 4.000, 5.000 jedes Mal. Dann kamen die, die fast 10.000 immer dazugegeben haben. Wir können es ja mal zusammenrechnen. Ihr rechnet jetzt einfach die Zahl, die 14.000 plus die größte Zahl, die eben zu sehen war. Dann wisst ihr, wie viel bei der ersten Ladung drin war. Und wir müssen es natürlich noch bewerten. Das sind die Skalück-Eier. Diesmal kein Garnovil, kein Molung, kein gar nichts. Wir gehen einfach durch. 10, 10, 10. Das sieht gut aus. Das ist das Schlechteste, was man kriegen kann aus Hildburghausen. Das können wir mal sammeln. Dann haben wir hier Gladiantri, auch nicht so gut. Zurukex habe ich mittlerweile mein zweites 100er, Familie auch voll. Lavita kommt in letzter Zeit sehr oft mit guten EV da raus. Nochmal Skalück, hier nochmal Lavita, hier nochmal Pam Pam. Habe ich ja auch ein 100er mittlerweile schon. Hier nochmal Algit, hier Absol, hier Skalück, nochmal Algit. Und das waren sie alle. Absol. Durch die vielen Absol-Mega-Bonbons auch, konnte ich natürlich auch mein Mega-Absol schon auf 50 ziehen. Das war eine schlechte Fuhre, da war leider nichts dabei und wir haben auch das Sternstaub-Sammeln verkackt. Das heißt, wir sammeln 12 neue, melden uns zurück bei Fuhre 2 und gucken mal, ob wir wieder ein Molungo oder Garnovil oder irgendwas Geniales drin haben. So, wir sind zurück mit der zweiten Fuhre, 12 Kilometer Eier. Ich bin jetzt hier beim Imbiss Lutz, beim Imbiss Döner Lutz, ne? Kann man ganz kurz hier zeigen. Ich kann schon nicht mehr reden. Hier Ribhacksteak, ne? Alles da. Das ist der Döner Lutz. Ich habe mir jetzt hier ein Bierchen geholt, denn ich möchte jetzt gerade was zu essen mitnehmen. Es ist Montag bei mir. Die Mama ist einkaufen. Ich hole so lange Essen. Wir möchten aber die nächsten Eier brüten. Das schneide ich jetzt hier rein. Da wisst ihr auch mal, welcher Tag das ist, wo das entstanden ist. Hier steht jetzt drauf, 5 Eier sind bereit zum Schlüpfen. Die waren irgendwie versetzt. Ich habe die reingegeben in die Brutmaschinen. Da stand dann plötzlich 0,1 bei den ersten schon. Bei den anderen stand 0. Das heißt, die müssten eigentlich 100 Meter versetzt aufgehen. Plötzlich, als ich so gelaufen bin, haben die einen aktualisiert, die anderen nicht. Dann war plötzlich der Unterschied 200 Meter. Ich laufe jetzt die ganze Zeit schon mit diesem Bildschirm rum in der Hoffnung, die fehlenden 200 Meter hat es noch dazu addiert. Ich habe das Sternstück gezündet. Wir wollen jetzt wieder alle durchdrücken. Wenn die auf sind, müssten die anderen gleich hinterher gehen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil das sind ja jetzt 5 so. Und dann kommt ja wahrscheinlich die andere Animation. Wir werden es also wieder nicht schaffen, das zweite Mal nicht, die zu summieren. Aber beim dritten Mal geht hoffentlich alles gut. Ich drücke jetzt erstmal hier drauf. Wir machen wieder Speed-Eier, drücken durch. Wir haben Garnovil. Garnovil im ersten Ei, 6.500 Staub. Skalück hinterher, wir sind bei 13.000. Das nächste Skalück, 20.000 insgesamt. Pam, pam. 27.000,
Gladiantri mit 33.000. Jetzt gehen die restlichen 7 auf. Das müsst ihr wieder zusammen addieren. Mal gucken, wer das macht. Lavita 4.800. Pionskora 13.000. Skalyk 21.000. Nochmal Skalyk 28.000. Absol 37.000. Das ist stark. Dann ein Zuchokex 44.000. Wieder Skalyk 53.000. Und das war gefühlt schon alles. Jetzt müssen wir einfach nur noch alles bewerten. Jetzt bin ich auf. Wo muss ich hin? Es stand ja schon ausgebrütet da. Ich habe es verkackt. Ich gebe es zu. Das waren wieder die Skalyk-Eier. 5-mal Skalyk aus 12 Eiern. 100er Garnovil wäre noch richtig genial. Wir bewerten mal kurz durch, was wir hier haben. Wenigstens 3 Sterne, ansonsten nicht so krass. Skalyk 100er brauche ich auch noch, glaube ich. Ja, brauche ich natürlich. Gibt es den nur aus Eiern, habe ich noch nicht gebrütet. Gladiantri 100er würde ich auch mitnehmen. Pionskora braucht man nicht. Lavita braucht man auch nicht. 96er Skalyk. Okay, der ist wenigstens einigermaßen gut. Hier ein 93er noch hinterher. Zurokeks haben wir, sind wir auch fertig. Absol sind wir fertig. Ja, die letzten Eier aus der letzten Folge komplett waren richtig stark. 4-mal Molung dabei. Das ist jetzt bis jetzt nichts. Mal gucken, vielleicht die dritte Fuhre. Vielleicht schaffen wir es wieder mit dem Summieren vom Sternstaub bei den Speed-Eiern. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal nochmal einen Molung drin oder endlich mal wieder ein Shiny oder ein 100er. Das wäre richtig genial. Ich werde jetzt gleich hier bezahlen, dann wieder die Mama suchen. Gönnen wir jetzt erstmal einen Schluck hier von der Super Brause. Ich würde sagen, wir sehen uns bei Fuhre Nummer 3. So, ich bin zurück für Fuhre Nummer 3. Wir haben wieder 12 Kilometer Eier zusammengetragen. Sternstück läuft auch. Ich bin gespannt, ob ich es diesmal schaffe, alle zusammenhängend zu öffnen, ohne dass das abreißt. Wenn sich der Sternstaub summiert, versteht ihr, zweimal haben wir es schon nicht hinbekommen. Jetzt gucken wir mal, wir drücken einfach komplett durch. 12 Eier, was uns diesmal erwartet. Wir haben hier erstmal ein Skalyk mit 5.619. Zurokex dabei 10.419, ein Gladiantri 16.888, Lavita 26.000, irgendwie ist die Eieranimation heute komisch, Pampam 34.000, also irgendwie ruckelt das so, reißt ab, stellt sich so hin, wieder Skalyk 39.000, Absol 48.000, wir sind bei 53.000, haben jetzt Capuno, 63 Pam Pam, 72 Gladiantri, 77 Lavita, 82. 82 ist, glaube ich, das Schlechteste, was ich bisher hatte. Wir hatten 87, 88 und 89. Das waren jetzt nur 82, das war nicht so stark. Kein Molung diesmal dabei. Wir werden jetzt ganz kurz noch, was hier drin war, um zu schauen, wie die IVs sind. Das hat 3 Sterne, okay, sieht auch 100% Skalyk, da ist es. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, da ist es 100% Skalyk. Das müsste man gleich entwickeln, gleich maxen oder für Maxer und Monday irgendwann mal vorschlagen, das wäre auf jeden Fall richtig stark. Hat sich ja gelohnt, irgendwie, oder auch nicht. Macht man mit Skalyk was? Wahrscheinlich nicht. Dann haben wir hier nochmal Lavita, auch 3 Sterne. Wir haben Gladiantri, wir haben hier Skalyk wieder. Wir haben nochmal Pampam, aber nur 2 Sterne. Wieder 2 Sterne, Pampam. Capuno 2 Sterne. Gladiantri 3 mit 15 Angriff sogar. Zurokex, Skalyk. Mit Skalyk bin ich also auch durch. Ich hätte mich natürlich... Na gut, Pampam habe ich. Garnovil. Garnovil wäre ein Ziel. Garnovil oder... Oder Molung wären auf jeden Fall noch 2 Highlights, aber irgendwann kommen die sicherlich auch mal als Shiny. Dann müsst ihr sowieso wieder endlos brüten. Wenn ihr also viele Ziele habt, lohnt es sich, wenn nur noch eins drin ist, was ihr braucht. Dieses eine zu bekommen ist wahrscheinlich so gut wie unmöglich. Und ich kann doch jetzt schon mal ankündigen, obwohl das eigentlich ein guter Zug war, 100% Skalyk gibt's demnächst, ab demnächst einfach keine Eiervideos mehr. Erstens... Eigentlich gibt es nur einen Grund, egal. Es gibt einfach keine guten Boxen. Ich habe das vorhin gesehen, ich bin hier rein, ich wollte irgendwie
die nächsten Superbrutmaschinen anwenden. Ich hatte einfach keine mehr. Ich hatte noch 6 Stück. Ich musste nachkaufen, 6 Stück. Und da es keine Boxen gibt, guckt euch die Boxen an. Boah, will jetzt hier nicht rum mit deinem dreckigen Abenteuersing. Ich will einfach nur zocken, ja, und nicht hier in irgendwelchen Einstellungen. Nee, haben wir nicht aktiviert. Wenn ich in den Shop gucke, hier ist eine Schlüpfbox. Eine Superbrutmaschine für 780. Ja, die anderen, die blauen, zählen wir gar nicht dazu. Ich habe sonst immer gern gekauft, 18 Stück oder 16 Stück oder so in einer Box, das hat gepasst. Aber es gibt einfach keine Boxen mehr, keine Abenteuerboxen. Und deswegen werde ich auch keine mehr kaufen. Ich musste vorhin 6-mal hier diese einzelne Superbrutmaschine kaufen, was bestimmt auch total sinnlos war. Habe ich aber gemacht, damit ich noch einmal das brüten kann. Jetzt habe ich einmal gebrütet, habe 100er Skalök, aber solange es keine Boxen mehr gibt, keine Abenteuerboxen mehr, werde ich keine Eiervideos mehr machen und werde alles nur noch mit der Unendlichen brüten. Danke Niantic dafür, aber danke auch für das 100er. Habt ihr auch schon ein 100er Skalök? Schreibt es mal rein. Kleines Highlight zum Abschluss und mal gucken, wann wir uns wiedersehen, wann wir wieder Eiervideos machen. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, jetzt mit Mütze.